Bei Heinrich Kieber kam vermutlich vieles zusammen. Er wollte sich am Fürstenhaus rächen, von dem er sich schlecht behandelt fühlte. Die Liechtensteiner Justiz hatte ihn empört, da sie seine Anzeige wegen seiner mutmaßlichen Entführung und Folter nicht verfolgt und als Räuberpistole abgetan hatte. Aber nach aufwendigen Recherchen stellte sich heraus, dass die Geschichte einen wahren Kern beinhaltete. Zudem wollte er noch möglichst viel Geld verdienen, was ihm auch gelang. Allein der BND zahlte ihm 5 Millionen Euro für die Steuerdaten mit Deutschlandbezug. Aus den USA dürfte Kieber noch wesentlich mehr erhalten haben. Die US-Börsenaufsicht SEC, Security Exchange Commission, honoriert Whistleblower generell mit bis zu 30% der Summe, die mit ihrer Hilfe durch Vollstreckungsmaßnahmen eingespielt werden. Allein zwischen 2012 und 2018 haben die USA auf diese Weise 778 Millionen Dollar eingenommen. Da sind die Verlockungen groß. Zwischen 2011 und 2019 haben sich 2655 Whistleblower aus 113 Ländern mit entsprechenden Hinweisen an die US-Behörden gewendet. In einem Fall hat ein ausländischer Whistleblower mehr als 40 Millionen Dollar bekommen. Während in Deutschland der Ankauf von Steuer-CDs umstritten ist und Whistleblower keinerlei Schutz genießen, sind sie in den USA per Gesetz vor Vergeltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz geschützt und werden wie im Fall Kieber zur Not in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen und mit neuer Identität versehen. Schließlich ging es Kieber auch um Anerkennung. Whistleblower wie er wollen, dass die Welt erfährt, wie talentiert sie sind. In einem Buchskript hatte er detailliert beschrieben, mit welcher Raffinesse es ihm mit seinem Datendiebstahl gelungen war, das Fürstentum Liechtenstein als Steueroase mehr oder weniger trocken zu legen. Im Gegenzug für die Informationen und Daten sollte ich ihm helfen, einen Verlag zu finden. Weil er auf das Buchhonorar nicht angewiesen war, überredete ich ihn, es kostenfrei im Internet zu veröffentlichen. Und im Stern-Interview wiesen wir auf das Buch hin.